ich richtig liege? In 3 Metern. Dann müsste unser Ziel eigentlich genau. Kann man helfen? Das wäre ein feiner Zug. Wir kommen im Namen des Sheriffs. Höchstpersönlich. Und wir suchen da so einen Typen. Kennt ihr den? Der Burgensommer 2016 kann kommen. Das neue Programm des Landestheaters Oberpfalz für die Burgfestspiele Leuchtenberg ist wieder abwechslungsreich und bunt. Gemein haben sie alle eins, das Thema Recht und Gerechtigkeit. Wobei? Wir haben ein Volksstück, noch musikalischer als letztes Jahr, das wird das im Spessart. Wir haben das Kinderstück mit Robin Hood, auch ein Musical für Kinder. Dann haben wir die klassische Komödie in der Inszenierung von Till Rickelt, der Revisor. Dann haben wir den Räuber Kneißl in der Friedrichsburg, der schon länger bei uns zu Gast ist und einfach ein Volksstück ist. Ne? Und Chick. Es geht um den Konflikt mit dem Gesetz, das vor allem aus Sicht der Gesetzlosen thematisiert wird. Deswegen liegt die Sympathie auch meist auf deren Seite. Trotz der manchmal harten Kost kommt der Unterhaltungsfaktor dennoch nicht zu kurz. Als Sommertheater auch natürlich ein Unterhaltungstheater, geht es natürlich auch um die komischen und absurden Aspekte, die dieses Thema mit sich bringt. Also jetzt gerade in Robin Hood ist das natürlich sehr turbulent thematisiert. Und auch der Revisor ist ja jetzt kein Drama, sondern ist ja eine Satire und eine Komödie. Und da wird das natürlich sehr überzeichnet und sehr verschärft auch auf die Schippe genommen. Die Lieder und Texte zum Kinderstück Robin Hood zum Beispiel stammen wieder aus der eigenen Feder, mit aktuellen Themen, die zum Denken anstoßen sollen. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Liebe, es geht um die ganzen Sachen, mit denen wir uns eigentlich tagtäglich beschäftigen. Und das ist vor allem bei so einem Klassiker ja immer, oder Märchen auch, dass es immer so einen krass aktuellen Bezug aufs Jetzt eigentlich hat. Und das finde ich einfach beeindruckend und das macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Gerade deswegen sei es nicht nur ein Kinderstück. Das LTO verrät auch, die Oberpfälzer Mundart ist in allen Darbietungen eingearbeitet. Es ist also nicht zu viel versprochen, auch in diesem Burgensommer ist sicherlich für jeden etwas dabei. Und ich alleine.